Hallo liebe FCK-Fans, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer zweiten Ausgabe auf ein Malzbier. Dazu geholt haben wir uns heute zwei echte FCK-Legenden, so möchte ich euch mal nennen. Florian Dick, Fabian Schönheim, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Das Trainingslager hat angefangen, ihr zwei wart für die Organisation zuständig. Könnt ihr jetzt die Füße hochlegen, seit wir in Malz sind, oder geht es für euch erst richtig los? Wirklich hochlegen kann man die Füße nicht, ne? Weil es ist... Man muss sehr flexibel sein. Die Planungen waren ja relativ abgeschlossen vor dem Trainingslager, was das alles betrifft, wie alles ablaufen soll. Wie es dann tatsächlich abläuft, ist ein bisschen anders immer, aber ja, kriegen wir alles hin. Also vor allem auf die Wünsche vom Trainer muss man sehr schnell und flexibel reagieren. Aber alles im Rahmen, das passt alles. Fabi, habt ihr schon große Herausforderungen jetzt in den ersten Tagen gehabt, um die ihr euch hier vor Ort kümmern musstet, oder läuft bisher alles relativ nach Plan? Nee, ich muss sagen, also bisher können wir uns wirklich nicht beschweren. Wir haben, denke ich, optimale Bedingungen hier vorgefunden und klar, was Flo gesagt hat, es kommen immer mal Sachen am Tag, die man dann schnell ja, regeln muss und das kriegen wir aber alles gut gehandelt. Wir haben wirklich hier eine tolle Unterstützung, auch vom Hotel, vom Tourismusverband in Person Helmut Turner und ich glaube, die Jungs können sich nicht beschweren aktuell. Wie viel früher fangen denn so Planungen an? Lasst uns mal die Fans ein bisschen mitnehmen. Wann war klar, dass wir ins Trainingslager fahren? Wie viel Vorlauf habt ihr jetzt gehabt, um die Woche hier vorzubereiten? Also im Prinzip, nachdem klar war, dass wir in der Liga bleiben, hat schon die Planung angefangen als auf die Vorbereitung für die neue Saison. War klar, dritte Liga ungefähr, wann Start sein wird. Dann plant man eben mit dem Trainer durch, wann ist Trainingsbeginn, wie viele Wochen Vorbereitung, zu welchem Zeitpunkt man ungefähr ins Trainingslager geht. Geht man überhaupt ins Trainingslager? Es war auch nicht ganz klar, dass wir überhaupt ins Trainingslager gehen, rein aus finanziellen Gründen. Das war dann alles ziemlich lang unsicher. Und ja, da sind wir auch sehr dankbar, dass eben durch die Region auch hier und der Tourismusverband von Malz uns das ermöglicht hat, dass wir hier ins Trainingslager gehen können und wie Fabi schon erwähnt hat, auch Top-Bedingungen haben. Und die genaue Planung dann dafür war vor ja, 2-3 Wochen, wo das dann richtig intensiv wurde. Und dann auch mit dem Hotel, Absprache, Zimmereinteilung und so weiter. Das sind viele Kleinigkeiten, die da dazukommen und ja, die wir dann so gut es geht im Vorfeld alles abgedeckt haben. Wer sind da eure Hauptansprechpartner im Vorfeld? Ist es nur Thomas Heng als Sportgeschäftsführer? Wie sehr stimmt ihr euch auch mit dem Trainer ab? Oder gibt es da beispielsweise auch mit Mannschaftsrat, Kapitän irgendwelche Absprachen vorher, sei es jetzt was die Zimmereinteilung angeht oder was hier so vor Ort gewünscht ist? Nee, also wir sitzen dann schon auch in großer Runde, ne? Also das gehört ja das ganze Team dazu. Jeder bringt dann seine Meinung da auch ein, aber grundsätzlich ist es natürlich, oder wird viel mit dem Trainer abgestimmt und auch mit Thomas, weil das natürlich die Entscheider in erster Linie sind und wir versuchen das dann natürlich bestmöglich umzusetzen und ich denke und ja, das kann ich auch so sagen, der Trainer ist aktuell sehr zufrieden, wie es bisher gelaufen ist und von daher haben wir unseren Job bis jetzt sehr ordentlich gemacht, glaube ich. Ich glaube, es ist halt so, dass wir müssen alle Bereiche irgendwie zusammenkriegen. Auch ihr auch, ihr seid auch mit dabei, muss auch mitgeplant werden. Zeugwart, Materialien, wie kommen die hin, wann kommen die Zeugwart, dann ja, die Co-Trainer haben auch, der Torwarttrainer hat seine eigene Sache, der mitnehmen muss, dann die Physios, Physiozimmer, ist da genügend Platz, wo können sie das machen? Also es sind so viele Bereiche, wo dann bei uns zusammenlaufen, wir versuchen eben, dass da jeder zufrieden ist und das am besten koordiniert bekommt. Klingt auch auf jeden Fall nach einigen Sachen, die man dann vielleicht mal schnell vergessen kann oder die auch mal schief gehen können, wenn man sie nicht so auf dem Schirm hat. Ich glaube, das ist auch unseren Fans draußen gar nicht so bewusst, was da alles mit dran hängt. Jetzt haben wir nur so flapsig zum Einstieg gesagt, ihr seid für die Organisation zuständig und viele fragen sich dann, ist das ein hauptberuflicher Job hier, nur das Trainingslager zu organisieren. Erklärt noch mal kurz, welche Funktion habt ihr jetzt beim FCK übernommen, seit ihr jetzt wieder zurück seid und wie sieht da so euer Aufgabengebiet aus, auch außerhalb vom Trainingslager? Also grundsätzlich ist ja bei uns beiden so, dass wir eine Umschulung machen oder eine Weiterbildung zum Sportfachwirt. Dazu gehört zum einen Teil der praktische Teil. Das ist quasi ein Praktikum, das Praktikum, das wir jetzt halt beim Verein machen, in Form von Organisation des Teammanagements. Der andere Teil ist dann quasi das Studieren. Das machen wir ja über eine Fernuni, die Deutsche Sportakademie. Sorry. Ja, und das Servus, wir sind gerade live, aber es ist kein Problem.
Willst du noch was sagen? Gehst du. Jetzt bin ich komplett raus. Das gehört dazu. Natürlich sind wir hier im Hotel alle zusammen und wenn da mal kurz jemand vorbeiläuft, dann ist das, glaube ich, hier auch so, kann man vielleicht auch sagen, dass du dich kurz sammeln kannst. Die Stimmung ist auch einfach gut untereinander im Team, oder? Ja, absolut. Da gehört sowas auch mal dazu. Einfach mal einen dummen Spruch zu bringen. Und ja, das sind wir ja gewohnt. Als Spieler war das auch immer der Fall. Und jetzt machen wir es halt im Büro. Also insofern ist es immer eine gute Stimmung. Aber wir wissen natürlich auch, wann es dann heißt, ordentliche Arbeit abliefern zu müssen. Und das ist dann auch gegeben auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also wir haben normal 20 Stunden zum Lernen. Wir haben 20 Stunden in der Woche, wo wir das Praktikum machen sollen. Mit den 20 Stunden kommen wir nicht ganz hin, muss man auch sagen, beim praktischen Teil. Aber so sollte es grundlegend sein. Und ja, aber wir sind natürlich halt auch im Herzblut dabei. Und von daher ist das, was wir alles zu machen haben, schwierig darstellbar in nur 20 Stunden in der Woche. Aber wir kriegen sehr viel mit. Also gerade der praktische Teil, wenn ich jetzt vergleiche mit den anderen, wo man im Studium machen, im Studiengang, wer da noch dabei ist, die dann bei irgendwelche Vereine oder Verbände sind. Ja, wir sind aus dem Fußball, wir dürfen weiterhin nah an der Mannschaft sein und kriegen da so viel außenrum, jetzt auch im Trainingslager, wie alles so abläuft. Ich meine, als Spieler war es einfach, da hast du dich in den Bus gesetzt, bist ins Trainingslager und musst halt auf dem Platz funktionieren und da gehört halt jetzt schon ein bisschen mehr dazu, außenrum halt gerade dieses ganze Koordinieren ist schon aufwendiger, macht Spaß, aber ich wäre gerne noch auf dem Platz, um ehrlich zu sein. Mehr dabei. Also ab und zu dürfen wir ja mittrainieren, habt ihr vielleicht gesehen, wie wir da rumstolpern, mehr oder weniger. Wenn irgendwie was fehlt, wenn es dann aufgeht. Aber das macht natürlich auch Spaß. Hi Olli, grüß dich! Kommen wir da durchlaufen? Ja, also ihr seht, das ist alles hochprofessionell. Immer Unterbrechungen dabei, auf jeden Fall. Andi, willst du auch noch durchlaufen? Komm, hey. Herzlich willkommen, alles gut. Aber es war ein schönes Stichwort, das du gerade gebracht hast, dass du gerne noch als Spieler dabei wärst. Ist es nur tatsächlich, dass man einfach einsteigen kann und diesen Luxus hat, man kommt und es ist alles organisiert? Oder was sind so die größten Unterschiede, wenn man von der Spielerrolle in die eines Funktionärs oder Mitarbeiters wechselt? Ja, als Spieler machst du dir da wenig Gedanken drum. Wie sieht die Organisation vorab aus? Wie lange dauert diese Organisation? Was gehört da alles dazu? Da bist du einfach da, dass du auf dem Platz funktionierst. Dafür machst du dann halt alles, indem du dich optimal vorbereitest, viel schläfst, gut isst und ansonsten dich auf deinen Fußball konzentrierst. Und ja, da wir jetzt ja auf der anderen Seite sind und die Organisation machen, siehst du jetzt erstmal, und da muss ich auch wirklich sagen, dass da hat sich auch mein Bild einfach ja, maßlos geändert, was da alles dazugehört, dass so ein Trainingslager reibungslos abläuft und wie viele Menschen dafür wirklich ihren Tagesablauf nur damit zu tun haben, ja, alles bestmöglich zu organisieren, dass du optimale Bedingungen hast und dass es einfach funktioniert. Und das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Das weiß man dann eher zu schätzen jetzt, ja, auf der Seite, wenn man sieht, was da alles hinter dran steckt. Das war ein Spieler mir nicht so bewusst. Und deswegen, das heißt, ja. Da gibt es jetzt auch wahrscheinlich ein paar Leute so aus eurer Karriere, ihr habt beide eine lange Karriere gehabt, ein paar Vereine, gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, denen ihr jetzt nochmal Danke sagen würdet, rückblickend. Nur ich glaube, also dankbar war ich schon immer in meinen Vereinen. Also jetzt, das muss ich schon sagen, weil ich wusste das immer schon zu schätzen, was die Leute alles machen. Ne? Aber jetzt einfach mal wirklich en Detail zu sehen, was steckt dahinter, wie viel Arbeit ist es, wie viele Telefonate führst du am Tag, wie viele E-Mails schreibst du, wo bist du überall unterwegs, um alles organisieren zu können, dass die Jungs perfekte Bedingungen haben. Das ist wirklich viel, muss ich wirklich sagen. Wie ist denn eure Zusammenarbeit mit der Mannschaft? Ihr seid jetzt beide noch relativ jung, also da ist keine so große Altersspanne zwischen euch und den Spielern. Ist das dann oft auf Augenhöhe eher für euch auch noch so das Gefühl, ein Teil der Mannschaft zu sein? Oder hat man da schon so eine gewisse Distanz, die das einfach mit sich bringt, wenn man vielleicht zum Staff gehört und da auch organisiert und nicht mehr in der Kabine so richtig dabei ist? Ich glaube, die Distanz gehört dazu irgendwo, aber ich glaube auch, dass wir noch einen sehr engen Draht zur Mannschaft haben. Und wir können mit der Mannschaft ansprechen, wie jetzt zum Beispiel Thomas oder Trainer oder sowas. Da ist schon ein anderes Verhältnis. Und ich glaube auch ein größeres Vertrauensverhältnis. Oder die würden uns andere Sachen sagen oder mehr Sachen sagen, wie jetzt ein Trainer. Aber die wissen genauso, dass wir nicht irgendwo hinrennen und da irgendwas die dann an der Pranger stellen oder so. Sondern da
finde ich, dass es ein gutes Zusammenspiel ist momentan. Dass wir so das Bindeglied schon zwischen Mannschaft und Verantwortlichen und Staff sind. Und das versuche ich auch beizuhalten. Da versuche ich mal beizuhalten, also schon eine Distanz zu wahren, aber trotzdem immer noch nah bei den Spielern. Und ich fühle mich schon noch so eher als Spieler. Ja. Wie jetzt Verantwortliche. Ja, absolut. Ich meine, es gibt ja auch viele Spieler, gegen die haben wir ja auch noch selber gespielt, ne? Dann zwar, oder mit. Also ja, ich auch mit Kenny zum Beispiel noch als Mitspieler. Also insofern ja, ist da schon auch eine gewisse Nähe da und auch, ja, dass auch mal der ein oder andere Spruch hin und her fliegt. Also von daher ist es schon ein gutes Verhältnis, glaube ich. Aber wie Flo schon gesagt hat, du musst halt auch eine gewisse Distanz finden, auch ein Stück weit. Ich denke, dass es optimal ist. Wir wissen ja, was ein Spieler will. Also dadurch, dass man jetzt sagen, her ist, wissen wir so die Abläufe und können dann schon ein bisschen auch darauf hinwirken, was jetzt das Hotel machen soll, was halt die Spieler wollen, schon bevor, dass die dann zu uns kommen und sagen, hey, guck mal, das und das passt nicht. Das kommt auch noch vor, aber so den groben Teil können wir, denke ich, schon abdecken, weil wir eben die Erfahrung aus zusammen 30 Jahre Profifußball fast haben. Ungefähr, ja. Zum einen das, was du jetzt angesprochen hast, dass man noch so nah dran ist, das ist bei euch beiden nicht so lange her, also habt ihr vielleicht schon bei der Planung auch eher mit einfließen lassen, dass ihr euch als Spieler gewünscht hättet für Trainingslager, gewünscht habt, wie ihr die Sicht auf die Dinge hattet, oder verschiebt sich die Sichtweise dann auch eben näher hin zu dem, was der Trainer oder der sportliche Verantwortliche möchte, weil das ist dann ja manchmal eben doch, kann ich mir vorstellen, unterschiedlich. Ich wollte viel für die Spieler, also ich wollte schon gerne so machen, was ich gerne als Spieler hätte, aber dann kommt die andere Seite, dass vieles einfach nicht umsetzbar ist, was du als Spieler nicht mitkriegst. Also warum geht das und das nicht? Ja gut, da ist im Hintergrund, das geht wegen dem nicht, da sind Sponsoren, da ist das. Also es sind so viele Facetten, wo da mit einspielen, wo dann nicht was funktioniert. Und das ist halt dann, wir versuchen so gut es geht hinzukriegen, wie wir es gewollt hätten, aber können nicht alles so umsetzen, wie wir wollen. Budget war natürlich auch eine Einschränkung, ne? Das gehört natürlich auch dazu. Dass du natürlich versuchst, den Spielern das Bestmögliche zu organisieren, aber wenn halt das Budget was anderes nur zulässt, dann versuchst du das in dem Budget halt das Beste zu machen. Und ich glaube, das ist uns echt sehr, sehr gut gelungen, ohne uns über den Klee loben zu wollen. Ich glaube, das könnt ihr schon mal machen. Ich glaube, jeder da draußen hat jetzt allein schon bei dem, was ihr vom Trainingslager erzählt habt, gemerkt, dass die 20 Stunden Arbeitszeit in der Woche wohl dafür nicht ausreichend sind. Wie war denn da generell die Umstellung für euch? Ich meine, vom Spieleralltag, natürlich kriegt man außen nicht so viel mit, da hat man das Gefühl, die trainieren und die spielen am Wochenende und jetzt habt ihr so einen richtigen 9-to-5-Job, wie man so schön sagt, so mit viel mehr Zeit im Büro oder ganz andere Arbeitszeiten, die man wahrscheinlich als Spieler hat. Wie schwer ist euch da die Umstellung gefallen? Ja, schon schwer. Also mir persönlich ist es schon schwer gefallen, muss ich sagen. Ne? Weil als Spieler kriegst du ja alles so vorgegeben. Ne? Also du weißt ganz genau, um die Uhrzeit hast du Training, dann kriegst du noch was zu essen und dann gehst du wieder nach Hause, regenerierst. So dieses strukturierte und geplante, was andere für dich übernommen haben, musst du jetzt halt für dich selber machen. Ja? Und da musst du erstmal wirklich reinfinden. Und das ist mir anfangs nicht leicht gefallen, aber mittlerweile ja, habe ich meine Struktur gefunden. Und von daher macht es einfach auch Spaß und ich glaube, also mir macht es auf jeden Fall Spaß, weil wir auch eine gute Zusammenarbeit haben, weil wir uns jahrelang kennen, weil wir selber noch auch Zimmerpartner waren, als wir hier gespielt haben und von daher ja, geht man dann auch einfach auch gerne ins Büro. Das war also, du hast deinen Wochenplan gehabt, deine Vorgaben, hast jeden Tag Sport machen dürfen und das ist halt jetzt schon so, du musst dich jetzt zwingen, irgendwie was zu machen, irgendwie nebenbei auch Zeit zu finden. Sieht man vielleicht auch ein bisschen, aber ja, das ist halt so die Umstellung, wo einfach so die Umstellung, ja, es ist einfach nicht mehr so, du bist nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz, du bist im Büro, du hast andere Sachen zu tun und wenn du dann mal aus dem Büro rauskommst, dann ja, bist du immer froh, wenn du daheim bist, bei der Familie und so und dann gehst du halt nicht nochmal irgendwie kicken oder irgendwas, sondern da bist du dann platt, also das ist schon eine Umstellung, dass du jetzt im Bürojob bist und halt nicht mehr täglich in der frische Luft auf dem Sportplatz und so, das fehlt ein bisschen. Aber habt ihr beide während der aktiven Karriere schon immer so ein bisschen den Plan gehabt, sowas dann nach der aktiven Zeit zu machen, so eine Rolle, die ihr jetzt habt mit dem Sportfachwirt? Oder gab es da auch mal Überlegungen, vielleicht eher in die Trainerrichtung zu gehen oder auch komplett raus aus dem Fußball? Also kann ich für mich jetzt sprechen nur, bei mir war es immer so, ich Trainer wollte ich nie irgendwas machen, aber ich habe jetzt durch meine Karriere als Spieler so viel mitbekommen bei anderen Vereinen, wie es meiner Meinung nach nicht ablaufen sollte. Und mein Anspruch war, oder mein Ziel ist es,
das auf meine Art zu machen und so, wie ich es gerne machen würde, ohne mich irgendwie zu verbiegen. Und wenn das nicht funktioniert, dann auch den Schritt zu schaffen, zu sagen, das ist nichts für mich. Aber da bin ich jetzt gerade dabei, das alles so ein bisschen auszuloten und ja, ich hoffe, dass ich da weiter dranbleiben kann. Und wie gesagt, ist mir wichtig, so diese Erfahrung, was ich gemacht habe als Spieler, besser zu machen als Verantwortlicher, aber ich bleiben, also nicht mich ändern jetzt als Verantwortlicher. Und ich hoffe das. Ja, bin ich absolut bei dir. Also erstmal war es nicht mein Plan, so früh meine Karriere beenden zu müssen. Also von daher kam diese Verletzung dann doch plötzlich einfach. Von daher habe ich mir natürlich vorher Gedanken darüber gemacht, wie es weitergehen könnte. Trainer, muss ich sagen, ich habe mir mal so einen Lehrgang angeguckt, fand ich auch schwierig. Ich sehe mich da nicht wirklich, aber was nicht heißt, dass es nicht irgendwann nochmal so kommen könnte, das weiß ich nicht. Ich habe mich dann auch, so wie Flo, auch eher im Managementbereich gesehen und da jetzt die Möglichkeit zu bekommen, da reinzuschnuppern, ist ja sehr, sehr gut und ich glaube wirklich, dass wir schon viel mitbekommen haben jetzt in der kurzen Zeit und viel erlebt haben. Insofern wird uns das sicher weiterhelfen im späteren Leben. Wie sieht denn jetzt euer Alltag nach dem Trainingslager aus? Lass uns schon mal ein bisschen gucken. Wir haben dann 2 Wochen bis zum ersten Spiel. Thomas Heng hat hier bei uns in dem Format schon gesagt, dass sich durchaus auch bei der Mannschaftszusammenstellung noch was verändern kann. Wie sehen da eure Aufgaben aus? Was kommt da noch auf euch zu? Ja, das ist Neuzugänge, klar, ist immer ein Thema dann, wenn die Runde anfängt. Da geht es mit Wohnung bis zur Rückennummer. Und alles Mögliche, was sie da, dass sie da wohlfühlen, dass sie ankommen. Wir brauchen natürlich auch ein paar Infos von denen dann und da ist halt viel Kommunikation notwendig mit den Neuzugängen. Dann ist halt, ja, wenn die Saison jetzt losgeht, Spielplan mit Hotels, vor allen Dingen Auswärtshotels, Abläufe unter der Woche und dass das halt alles so, ja, alle Wünsche von allen Abteilungen irgendwie zusammenkriegen, damit das mit den Jungs, dass die Jungs zufrieden sind unten und dass alle anderen außenrum auch zufrieden sind. Das heißt, ihr seid jetzt hier, habt hier zu organisieren, müsst aber quasi mit einem Auge eigentlich auch schon auf die Wochen jetzt gucken, die danach noch kommen. Ja klar, es geht ja auch dann, wenn Neuzugänge kommen, um medizinische Untersuchungen. Da ist es ja nicht nur eine, sondern es sind mehrere. Und dann natürlich anfangen, Anträge zu stellen beim DFB, um die Spieler anzumelden und so weiter. Also da ist schon einiges zu tun und du fängst natürlich hier jetzt auch an, für die nächsten Wochen, wenn du wieder zu Hause bist, natürlich vorzuarbeiten, ne, und bereitest Sachen vor, dass du dann einfach das schnell abhandeln kannst, wenn du zu Hause bist. Zum Schluss vielleicht noch, wir sind, glaube ich, alle froh, auch alle Leute da draußen, dass ihr beide dem FCK erhalten geblieben seid, nachdem es euch spielerisch dann ja auch mal zu anderen Vereinen gezogen hat. Habt ihr vielleicht spontan so einen Moment mit dem FCK, das euer schönster war, an den ihr euch auch jetzt immer noch gerne erinnert? Da gab es viele. Also, wollte ich gerade sagen, ich habe auch mehrere. Die Wochen rund um den Aufstieg waren sensationell. Und ich muss auch immer wieder an das verlorene Relegationsspiel gegen Hoffenheim denken, wo wir daheim auf dem Wetzel das nicht geschafft haben, aber trotzdem die Fans eine Stunde nach Spiel noch uns gefeiert haben im Stadion. Ich kann mich erinnern, die kribbelt jetzt schon wieder, das war einfach, ja, das war Wahnsinn, das hat mir so gezeigt, dass es, ja, Lautern schon was Spezielles ist, was Besonderes. Bin jetzt auch mit der Familie nach Lautern gezogen, also wir wollen da schon so einen Mittelpunkt haben vom Leben und ich hoffe, dass es noch länger hier beim FCK dann ist und dass wir da wieder an die Zeiten, wo sich jeder gern daran erinnert, auch irgendwann wieder anknüpfen können. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Also wir sind noch nicht von heute auf morgen in die dritte Liga abgestiegen und das wird auch nicht von heute auf morgen wieder nach oben gehen, aber so Stück für Stück, dass es in die richtige Richtung geht, da, und wenn es nur 1% ist, dazu beitragen, dass wir dann wieder volle Stadien haben irgendwann, wenn Corona vorbei ist und wieder feiern können mit den Fans und die Emotionen wieder leben. Ja, ich glaube, das macht der FCK aus. Ja, bei mir waren es so verschiedene Phasen, muss ich sagen, wenn ich so drüber nachdenke. Als ich in der Jugend hergekommen bin, ne, großer Verein, große Strahlkraft, die er bis heute besitzt. Aber damals war das natürlich ein Kindheitstraum, ja, bei so einem Verein zu spielen. Und dann bin ich hierher gekommen und bin die Jugenden durchlaufen. Und da hätte ich mir damals nie gedacht, ich glaube C-Jugend war das, dass ich irgendwann mal Profi werden darf bei dem Verein und dann auch in diesem Stadion spielen darf. Früher als Balljunge hat man sich das dann natürlich so vorgestellt. Aber dann das erste Mal in das Stadion einzulaufen als Spieler und sein erstes Bundesligaspiel dann in diesem Stadion zu bestreiten vor 50.000 Zuschauern, das ist
gibt Gänsehaut auf jeden Fall immer noch bis heute. Und diese Momente werde ich nie vergessen in meinem Leben. Ich glaube, da haben wir alle Gänsehaut bei dem, was ihr gerade erzählt, vor allem auch alle Leute da draußen. Das gebt ihr, seht ihr das auch ein bisschen als Aufgabe, das muss ich jetzt doch noch als Frage anschließen, das an die Mannschaft jetzt weiterzugeben, was FCK bedeutet? Ich glaube, das versuchen wir schon die ganze Zeit und das wissen die Jungs. Und klar, Corona ist ein bisschen, da geht viel verloren, auch im Stadion, auch die Kommunikation im Stadion zu den Fans. Viel geht halt nur online und da, das ist nicht das Gleiche. Also so die Stimmung, die Atmosphäre im Stadion und so die Leidenschaft von den Fans, das kommt nicht rüber über den Bildschirm oder über irgendwas anderes. Ich glaube, gegen Ende letzter Runde haben die Jungs gesehen, was hier los ist. Und wir reden davon, dass wir die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte gespielt haben. Und die Fans waren da nach dem Derby-Sieg oder was da die letzten Spiele auf der Fahrt zum Stadion los war. Und das sollte, glaube ich, schon Motivation sein, wenn es dann wieder richtig losgeht, dann, dass da nochmal eine Stufe mehr ist. Und das wissen die Jungs und ich hoffe, die können es auf den Platz bringen und dann, dass wir da zusammen so den Schwung kriegen von Anfang an, von der Saison. Also ich glaube, einige von den Jungs, die wissen gar nicht, wie es ist, vor voller Hütte zu spielen auf dem Betze. Ne? Also insofern haben viele es noch gar nicht erlebt, wenn der Betze bebt. Insofern hoffe ich, dass es bald wieder losgeht, dass Zuschauer kommen können und dass wir irgendwann mal wieder vor ausverkauftem Haus spielen können und die Jungs das dann auch erleben, was wir erleben durften. Und solange es nicht der Fall ist, ja, sind wir halt mit vollem Herzblut auf der Tribüne dabei. Ich glaube, das hat man dann auch gesehen bei den Spielen, dass wir voll dabei sind und voll mitgehen, aber lieber wäre es uns, wenn es die Zuschauer auch machen könnten. Sehr schönes Schlusswort. Dann hoffen wir alle drauf, dass wir in der neuen Saison wieder mit Fans spielen dürfen. Vielen Dank für eure Zeit. Schreibt euch auf die 20 Stunden Arbeitszeit nicht drauf, dass wir hier gesessen haben. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.